Jo, Freunde, ja, ich gucke mir gerade die E3 Bethesda 2015 Show live an und es wird gleich Doom gezeigt auf meinem PS Vita TV, PlayStation TV, streame ich gerade über Twitch. Über YouTube geht das nicht, weil der Klient wohl Live-Veranstaltungen nicht überträgt, aber Twitch geht ohne Probleme, Leute. Da braucht ihr euch gar nicht anzumelden. Einfach über Twitch TV gehen und die E3 genießen auf dem großen Fernseher. Falls ihr streamen möchtet, ja, geht es mit der PlayStation TV wunderbar. Ja, mal schauen, was sie uns zeigen. Ja, Doom ist natürlich eine große Marke. Oh, mal gespannt, Freunde. Much larger than just that lone marine beating back the Yeah, forces of hell okay. and shocking. But the foundation of Yes. any Doom experience, past or present, is Sieht gut unquestionably aus. common. Ja, das Streaming It's centered around three ist ganz things: gut. Kann man sich badass anschauen. demons, big effing guns, Yeah. Woo! and moving. Erste Spielszene von Doom 4, Freunde. Wollte ich euch nochmal zeigen hier. Herrlich, wunderbar. Ist ein richtig geiler Shooter. Sieht doch echt geil aus, oder? Freunde, cool. Mein Gott. Oh mein Gott. Meine Reaktion zu Doom 4, Freunde. Schauen wir uns ein bisschen mal an hier. Das Video wird sicher überall morgen im Internet zu sehen sein. Ja, das ist der erste Gegner. Wow! Und wie das Publikum mitgeht, Freunde. Hammer! Ja, sieht richtig nice aus. Und wie die Leute mitgehen, ey. Hammer. Da ist richtig Stimmung in der Haus. Echt, aber also richtig gute Stimmung, Freunde. Ja, perfekt. New characters by just sculpting and making changes wherever you want in the face. No series of slides. Jo, und jetzt wird Fallout 4 gezeigt. Man kann. My turn, big guy. And of course you can play as a female. Man kann die Spielcharaktere je nachdem verändern, wie man Whoever you möchte. leave the menu as is who you'll play. Aha. And this is an entirely dynamic system. It's the same system we use to create all of the game's NPCs. We even generate a baby based on the couple you make. Okay. Ja, so sieht es dann Good aus. morning, sir. Your coffee. 173.5 degrees Fahrenheit. Ja, Freunde, erste Spielszene von Fallout 4. Man konnte eben den Spielcharakter, je nachdem, wie man möchte, verändern. Und wir machen eine kleine Roomtour hier im Fallout, in der Fallout-Welt. Good morning, Vault-Tec calling. Vault-Tec, remind me again. Well, we're about you, sir, and helping secure your future. You see, Vault-Tec is the foremost builder of state-of-the-art underground fallout shelters. Vaults, if you will. But there's room for my entire family, right? Of course, of course. Minus your robot, naturally. In fact, you're already cleared for entrance. It's just a matter of verifying some information. Okay, man kann
seinen Charakter anpassen, die ganzen Sachen einstellen. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for the future. Thanks again. That's worth a little paperwork, right? Mr. Howard, Sean has been changed. Ja, hier ein Roboter. Ja, meine Fallout 4. Wir sind gespannt, wie das sein wird. Ja, Freunde, Dishonored wird jetzt vorgestellt, das neue Dishonored. Ja, ob es jetzt 2 ist, keine Ahnung, wie es heißt, aber erste Spielszenen des neuen Dishonored-Spiels. Wow. Sieht echt cool aus. Echt gut aus. Sieht richtig nice aus bis jetzt, was ich gesehen habe. Ist so eine Mischung aus Assassin's Creed und The Order. Aha. Cool. Cool. Ja, Leute, und hier ist der Collector's Edition. Die machen eine echte Dingsuhr, die man da. Ist ja krass. In der Collector's Edition kriegt man diese Uhr, Freunde. Und da kann man sein Handy reintun und die App dazu starten. It's the same code that we use on the Pip-Boy running on the app. Works on any platform on your local Wi-Fi, Xbox One, PS4, PC. Wow, so sieht das Teil aus. Ja. Das ist mal eine richtig geile Collector's Edition. Hammer! Of course, if you don't get the Pip-Boy Edition, it'll obviously still work on your smartphone or tablet. It's going to be iOS and Android. Ach so, okay. Also wenn man die Collector's Edition nicht bekommt, kann man trotzdem mit der App das Gleiche auf jedem Smartphone machen. Das ist ja mal was Cooles. But nice! We've also done something else for your smartphone and your tablets. A totally new game. I know. We're busy. We do stuff. Okay. Back in 2007, we were making Fallout 3 and the iPhone came out, and we just fell in love with it. And we played games on it all the time. And we kept talking about making our own game for it. A separate game from what we would usually normally do. We had a lot of ideas. We kept coming back to this one that we felt would be perfect on a touch screen and that would be no better anywhere else. So we decided to do it, and here it is. It is called Fallout Shelter. And in it, you get to make your own vault. Mm-hmm. And you are the overseer controlling everything. Uh-huh. Ein Game. You control the people in the vault. It's your job to keep them productive and happy. This is inspired by games, the other games we love, going back 30 years to Little Computer People. You'll see inspirations, obviously, from XCOM. Okay. So, Freunde, es ist gerade 5 Uhr. Und ich denke mal, gleich wird diese Show enden. Und Bethesda, es sei denn, die haben noch was Neues. Was ganz Neues im Petto. Ja, ich sag's mal, bye bye.